Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Das Geballer hat gerade aufgehört und irgendwie, warum auch immer, möchtest du, dass ich da reingehe? Good Neighbor. Schnellreise, lokale Karte. Das gibt's ja nicht. Ich habe ja da irgendwie... Aber vielleicht geht's ja wirklich da drinnen weiter. Vielleicht geht es ja wirklich ernsthaft da drinnen weiter. Das könnte schon sein. Gehen wir mal wieder rein. Vielleicht gibt es hier noch ein paar Kanaldeckel oder so, die wir suchen müssen. Keine Ahnung. Also Kanaldeckel, sage ich. Also Hinweise, ne? Na, los. Sehr gut. Ja, das kann es ja sonst gar nicht anders geben. Aber hier ist irgendwie... Nix. 7, genau hier. Genau die Tür ist es. Verstehe ich nicht, ehrlich. Ist gerade komisch, muss ich ehrlich gesagt sagen. Hier ist ja auch nirgendwo. Wieso wird das denn so blöd angezeigt? Jedenfalls, wir haben, oder besser, wir sind gerade dabei, die Quest Weg zur Freiheit zu machen. Folge weiter dem Freedom Trail. Ich kann mir echt nur vorstellen. Buchstaben, wenn ich den Weg folge und die Zeichen entschlüssle, finde ich vielleicht die Railroad. Hm, 7a, 6o. Hm, keine Ahnung. Ansonsten... Mir bringt die Burg zurück zu Ohren. Sollte ein altes... Sollten ein... für Sorgfälle genutzt haben. Ich habe ihm gesagt, dass wir uns dort treffen werden. Stimmt, das ist ja auch so eine Geschichte, ne? Also mit dem Freedom Trail bin ich mir gerade nicht sicher, ob wir das gerade so jetzt eben hinbekommen. Hey. Oh, ein neues Gesicht in meinem Laden. Ja. Und du schreist bislang noch nicht. Sehr höflich von dir. Lass es mich wissen, wenn du was findest, das dich interessiert. Schreien? Freizeit? Hast du da gerade was von Leuten gesagt, die dich anschreien? Ganz richtig. Einige der Fremden, die hierher kommen, haben doch nie vorher einen Ghoul gesehen. Ich glaube, die kommen einfach nicht mit meiner freundlichen Ausstrahlung klar. Mhm. Also, brauchst du ein paar Vorräte? Ja, zeig mal, ich was du hast. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Zahlen oder Sachen eintauschen, wie du willst. Man kann was tauschen? Echt? Das wusste ich nicht. So, schau mal, hast du vielleicht irgendwie irgendwelches Gemüse für uns, das wir anbauen könnten? Schau. Buttercup, ein Pferd. Fix, fertiges Pferd. Gar nicht mal so teuer. Können wir das verwenden? Können wir das... Können wir das verwenden? Ich weiß es nicht. Große Babyflasche und da ist nur der Schnuller dran. Sehr schön. Klingenkorn, das wollte ich haben. Warte mal. Zurücksetzen. TT. Handel abbrechen. Ja. Ich möchte gern das Klingenkorn haben. Das habe ich nämlich gemeint mit dem Getreidezeugs. Das will ich haben. Das nehme ich gerne an. Das bauen wir dann später zu Hause an. So. Gibt es sonst noch irgendwas? Lego anbissen. Das wäre auch nicht so schlecht. Dann können wir was kochen draus. Melone. Sonst gibt es, glaube ich, nichts. Eine Ofenhandschuhe. Oh.
Schreibmaschine, Schrottpatrone, Schachtel, Spielzeugraketen. Dings haben wir mehr als genug. Einen Toaster, Ushanka. Was ist Ushanka? Ich spreche es wahrscheinlich wieder komplett falsch aus, aber das ist jetzt mal für mich ein Ushanka. Zerstörer, linkes Bein. Brustteil, okay. Reduziert den durch Menschen verursachten Schaden um 15%. Erhöht die Laufgeschwindigkeit des Trägers um 10%. Das ist auch nicht so schlecht. Na, ich glaube, das lassen wir mal so. Ist gut so, ich danke dir, Gnädigste. Da ist sicher wieder Diebstahl. Jupp, jupp. Ja. Hey. Okay. Also ich gehe da jetzt mal raus. Wir machen da jetzt die andere Quest jetzt mal mit dem unserem Minutemen-Kumpel. Würde ich mal sagen. Da wir eh schon jetzt Erfahrung im Ghoul-Klatschen haben, müssten wir das doch wohl hinbekommen. Munition haben wir normal eh noch mehr als genug. Das müsste schon passen. Wahrscheinlich hätte man, muss ich einfach nur mal, also da draußen dann, ne, durch die Stadt durchlaufen. Und dann würde ich schon nach und nach da hinkommen, wo ich hin möchte. Ja, ja. Passt, draußen sind wir. So, wo geht's denn da jetzt lang? Mhm, mehr in die Richtung. Ich schau mal kurz, können wir uns irgendwie porten? Nicht so richtig, ne? Nur hier hin und dann müssen wir aber alles zu Fuß laufen. Das ist ein schönes Eck. Oder wir bleiben so, wie wir hier sind und gehen geradeaus. Das ist schon bald schlauer. Wow. Also quasi die Hauptstraße lang. Ist da drüben so die Hauptstraße? Ups, warte, so. Nein, hinter uns. Mhm. Da oben ist auch schon was. Regionalbüro. Okay. Da müssen wir... Ach du Heilige. Da quasi quer durch. Jetzt wäre halt die Frage, ob man nicht durch das Neighbor-Dings-Geschichtel, gut Neighbor-Geschichtel, ob man da nicht auf die andere Seite der Stadt wieder raus könnte. Weil jetzt müssen wir da so durch, ne? Ja. Ja, wir können es ja auch auf gut Glück probieren. Das wäre auch... wäre auch möglich. Dam. Ah, da müsste ich jetzt hier durch nochmal, ne? Warte mal. Ja. So, durch. Hallo? Was? Sündläufer. Alter Schalter. Du musst sterben. Du musst sterben. Alter, jetzt hat er mich umgebracht. Nicht der Ernst jetzt, oder? Boah, die halten. Hab ich überhaupt getroffen? Ich habe keine Ahnung. Normalerweise sind wir jetzt eh vorn draußen, oder? Oh, wir sind sogar hier. Okay. Dann muss ich jetzt vorsichtig sein. Mann, ne? Sünf, echt. Ist da jemand an? Der ist, glaube ich, umgeballert. Piper, hilfst du mir vielleicht mal?
Alter, irgendwas geht mir da schon wieder an, ne? Alter, stirb doch. Raider. Oje, oje. Alter! Ich muss mich verstecken. Ich will mich verstecken, 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 verstecken. Etwas essen wäre nicht schlecht. Nachladen wäre nicht schlecht. Alter Verwalter, ne? Du bist der Anfänger. Wow. Alter. Weh? Ja, ja, ich bin verletzt. Ich hab schon geschnallt. Die mit ihrer scheiß Brandkacke da. Wo bist denn du, du Arschkopf? Wow. Alter. Alter Schwede, ne? Raider Abschaum. Alter. Komm raus, du Schlampe. Alter Fetzen, ne? Nachladen. So ein Arschkopf. Wow. Jawohl. Alter, Würstel du. Ja, sicher. Ist der jetzt bald einmal hin? Ich bin umzingelt. Wie kommt denn der darauf? Wir sterben einfach. Wie kann ich denn... Ich habe vergessen, mich im Nahkampf... Konnte ich da nicht mit... Was macht Piper eigentlich? Die blöde Kuh. Was machst du? Hm? Es ist echt Käse. Vielleicht sollte ich das Ganze ein bisschen umgehen. Das ist dann doch schon etwas heftig. Hm, da ist ein Pfeil. Na super, 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 super. Sieht recht ramponiert aus. Danke. Sehr freundlich. War das schon wieder so ein scheiß Ding? Da ist nichts mehr. Wo quatschen diese Deppen denn? Da irgendwas. Das Blöde ist. Mich da einfach mal so ein bisschen durchzuschleichen, sage ich jetzt mal. Da müsste doch irgendwo... Müsste man doch wieder auf die Hauptstraße theoretisch kommen, ne? Ja, das sind wir eigentlich schon. Theoretisch. Das heißt, noch ein Stückchen. Ich habe den nicht gesehen. Geh weg! So ein Kack. Das ist ja alles voll mit irgendwelchen Idioten. Wenn ich die alle umballern will, brauche ich ja 20.000 Jahre.
Und jetzt bin ich wieder da, ne? Bei dem einen schieren Viech da hinten. Raider, Supermutanten, da ist alles vorhanden, alles. Komplett alter Piper, geh weg. Da ist alles vorhanden. Und ich soll da bei den Raidern durch eigentlich, ne? Ist halt die Frage, was ist schlauer? Supermutanten? Oder... Boah, das ist echt übel. Das ist halt echt übel. Da wäre halt echt super, wenn man so eine Falle oder irgendwas aufstellen könnte. So rüber? Nö. Ich muss irgendwie geradeaus. Aber es wäre schon bald schlauer, von Diamond City zu starten, hier rüber zu laufen. Und dann wäre ich auch hier. Ich kann es ja mal probieren. Dann hat es wieder ein bisschen Action, ne? Wenn es gar nicht geht, dann muss ich es eh so machen. Das habe ich schon befürchtet. Passt. Der erste Köter ist schon mal erledigt. Alter Piper, du Chopper. Das hat was super. Mal was essen. So, wieder verstecken. Hier ist es nah. Bum, 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 bum. Jawohl, 10 Punkte. Jawohl, nochmal 10 Punkte. Piper. Da ist sie. Ich glaube, es ist ruhig. Jo. Reden Sie weiter. Seit wann sind wir denn bei Sie? Mutantenhundefleisch. Schnapsglas. Schnapsglas? Okay. Na dann, gibt's hier mir euer Zeugs. Achso, ich vergesse immer die Waffe, die mehr Schaden gegen Ghule macht, ne? Die sollte ich mir vielleicht auch mal heraussuchen. Ein Bein, Einkaufskorb. Ob ich da reingehen soll? Bin mir da gerade nicht so sicher. Leerer Blutsack. Hirschfleisch, Blähfliegendrüse. Wah. Okay, da oben gibt's nichts. Komm mal her, Piper. Die Sonne geht unter, die Irren kommen raus. Was? Danke. Können wir eigentlich eh mal reinschauen. Was gibt's denn da drinnen? Ist das nur so ein Gebäude oder können wir da drin was nutzen auch? Auweia. Puh. Was? Esotronik. Toll. Schimmeliges Essen, das brauchen wir immer. Ach du Heilige. Bin mir da gerade nicht so sicher, ob wir uns das hier genauer anschauen sollten. Ich meine jetzt schon, ne? Und diese... Mit unserem Level und so. Gehen wir wieder.
Sagt tschüss. Theaterviertel, ja, was für ein Theater, das kann man echt schon so sagen. Gut. Dann können wir eigentlich die Raider auch wegballern. Versuchen. Und ich muss die Waffe jetzt noch schnell raussuchen. Die werde ich vielleicht statt der Pistole vielleicht mal nehmen. Na, bist du fertig mit Laden? Ja, super. Super. Also so. Dann so. Dann Waffen, genau. Ghoul-Töter, das war der, ne? Also, auf Quee. Dann würde ich sagen, hierhin. Passt. So. Und nachladen. Passt. Jetzt müssten wir aber eigentlich da weiter können. So, tun wir wieder mal speichern. Bitte sehr. So. Tun wir mal vielleicht ein bisschen langsamer. Oh je. Was ist denn das für einer? Hey, da draußen Hungerrekrut. War das jetzt gut oder schlecht? Wow! Ich glaube, das war nicht so schlecht. Wow! Mr. Gutsy! Scheiße! Da, wow. Super. Aha. Okay, das war nicht so schlau. Vielleicht ist er ja doch ein netter. Keine Ahnung. Ja. Muss ich probieren, ob er vielleicht doch netter ist. Ich habe keine Ahnung. Ja. Probieren wir es halt einfach mal. Nein, ist nicht nett. Oder doch? Ah, nein, ist nicht nett. Was? Ich wollte es nur mal probieren, er hat so komisch. Na los, lass dich umbringen. Na, triff mal! Passt! Schön! Erwischt! Da, verstecken! Ist es mal Ruhe? Mit. Nachladen. So. Puh. Ja. Wow. Ja. Alter, Alter, Alter. Was macht Pipe eigentlich? Wahrscheinlich wieder Pause. Okay, der ist zu stark. Das ist das Problem. Der macht zu viel Damage. Der macht zu viel Damage. Okay. Ups. Ist wurscht, lasse ich nochmal laden. Da darf ich nicht lang gehen. Okay. Dann müssen wir die Razer, die Raider nehmen. Razer, genau. Die Raider müssen wir nehmen. Okay. Ja, was soll man machen? Mr. Gutsy ist zu stark. Nichts gut für uns. Gut, dann gehen wir da lang. Meine Güte, ne? Bis man da mal vorbeikommt, wird man alt. Mist, das Stiegenhaus hier ist zusammengebrochen. Das ist nicht so toll.
Da wäre es klasse gewesen, wenn man da irgendwie eine Verbindung gehabt hätte. Piper, hast du was aufgespürt? So, hier irgendwo müsste der Mistkerl sein. Eigentlich? Kein Raider? Was? Was, natürlich ist da ein Raider. Aufregung wegen nichts. Genau. Und deshalb tun wir hier speichern. Ich bin gerade selber so konzentriert und Scheiße, was war das? Ja, komm nur her. Er ist raus. Nur verfickte Feiglinge verstecken sich. Ja, wo bist du denn? Nur ein Geräusch. Nur ein Geräusch. Ah, da! Hat der echt Angst? Was für eine Verschwendung! Weg ist er. Boom. Ja, ja. Und die Frau ist natürlich wieder die, die aggro ist, ne? Dich. Von wo schießt denn der Doppel? Da oben? Ah. Jawohl! Was das? Jupp, so ist es. Kompatzone. Jetzt ist nah. Wo ballert denn da wer? Ah, da! Jawohl! Noch jemand? Aha, da hinten. Mhm, sehe schon. Jawohl! Gell? Nicht schlecht. Ich bin auch voll glücklich. So, dann gehen wir looten. Ich habe das Gefühl, die Piper kann gleich helfen. Piper? Jawohl. So, dann da drüben. Hier haben wir was zum Looten. Ah, das Combat Zone. Nirgendwo ist es so schön, ermordet zu werden wie hier. Ah. Okay. Das heißt. Combat Zone. Okay. Also die Richtung ungefähr stimmt. Dann kommen wir wieder auf die Hauptstraße. Großartig. So, ja, 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 ja. Also wahrscheinlich hier weiter. Ja, ne? Also speichern. Wir waren ja wieder brav. So, geht schon. Brav. Und weiter geht's. Ich will ja nur irgendwie zur Hauptstraße. Ich trau mich schon fast keine Nebenstraßen mir zu nehmen, weil ich Angst habe, dass ich dann gleich wieder ermordet werde, ne? Was haben wir hier? Ah, hier hat mal jemand oder tut noch jemand wohnen. Gibt es irgendwas für uns, das wir mitnehmen können? Ne. Ist einfach nur so. Okay. Dann würde ich sagen, wir hatschen dann. Gefahr? Welche Gefahr? Ich will keine Gefahr. Hui, da drüben. Bringen wir es hinter uns, okay? Der Köter hat es überstanden. Und wer ist da drüben? Da draußen ist was. Nachschlag gefällig, was? Raider-Abschaum. Treffe ich da mal was? Jawohl! Hurra! Sehr schön. Fleisch von Mischlingshund und Hundehalskette.
noch mehr Gefahr? Ernsthaft? Boden? Oder wer? Vielleicht noch ein Stückchen noch vorgehen. Okay, da ist eigentlich... Aber da hinten wird geschossen, ne? Das ist aber nicht gut, wenn da hinten geschossen wird. Können wir da rein? Ja, können wir. Wir können. Oder zumindest mal darauf. Technical High School. Krieg ich mal wieder in den Griff. Achso. Okay. Das gehört jetzt uns. Psst. Komm, leise. Ich werde verrückt, ich schwör's. Ja, wirst du. So, wir schleichen uns jetzt wieder weg. Wenn's denn gehen würde, ne? So. Boom hat's gemacht, Alter. Da wird scharf geschossen, aber warum und wieso? Schleichen wir uns mal dorthin. Wer weiß, vielleicht sind sie ja Freunde. Alter. Ja. Ist schon gut. Da bitte immer fort. Das ist ja Speiseöl. Noch mehr Speiseöl, Kochpfanne. Ich muss sowieso mal schauen, wo ich da überhaupt bin. Okay. Wenn wir da gerade ausgehen, automatisch gespeichert, habe ich das gerade richtig gesehen? Wurscht, ich speichere trotzdem nochmal. So, bitte, ja. Dann gehen wir schön gemütlich. Dann hat es denn da Slim. Was ist denn ein Slim? Auf jeden Fall je. Ach so, das sind die Ghoul-Menschen sozusagen, ne? Die Guten. Laborstation. Drogen, Granaten, Heilung. Wir können nichts machen. Das ist auch, ja, Stahl können wir herstellen, das schon hier. Ah na, können wir nicht herstellen. Das braucht's, hoppala. Hoppala, hopperchen. Stehlen? Moment, das gehört da jemandem? Aha. Dann müssen wir schauen, wem das gehört eigentlich. Oh! Oh! Bitte den gesamten Schrott lagern. Ach so, das ist nicht übergreifend. Aha. Na, dann nehmen wir wieder alles mit. Ja. Okay, pro Werkbank. Ich hatte gedacht, das ist übergreifend. Nein, ist es nicht. Piper, ist es nicht. Ist es nicht. Da drüben ist ein Kotzwürfelschnitt, ne? Kommt der da lang? Ich gehe wieder. Komm, wir müssen weg. Bleiben wir mal hier. Ich habe Angst, dass der Kerl uns da zieht. Ja, das wäre gar nicht schön. Der bringt uns wieder um. Na fein. Okay, also ich muss da geradeaus und dann sofort... Nach rechts, ich muss hier weg von diesem Kotzwurf-Typi. Von diesem Kotzi-Typi. Der hat scheinbar umgedreht. Hoffe ich mal. Das heißt, sie müssen hier lang. Boah, ey.
Schleichi, schleichi. Ja, und jetzt? Kotzwerf, Typi. Oh Gott. Wohin? Wohin? Oh nein, scheiße. Boah, schnell weg. Ich muss warten, bis der abgehauen ist. Wenn es wieder einer von diesen Gunnar-Typen ist, dann bringt er mich um. Bist du weg? Kasperl, bist du fort? Nein, ist er nicht. Mist, was tut er denn da? Ich hoffe mal nicht, dass der jetzt böse ist. Psst, nicht so laut. Hupf! Ach komm. Ja, sicher, macht noch mehr Lärm. Puh. Das Blöde ist, ich muss mal nachschauen, wo ich lang muss. Jetzt da. Okay, hinter mir. Darüber. Ich hoffe, dass es nicht noch mehr von diesen Dingern hier gibt. So. Passt. Jetzt da lang. Boah, ich hoffe echt, dass wir da Ruhe haben. So, und jetzt? Aha, jetzt bin ich ein bisschen falsch. Irgendwie da so rüber? Gibt's da vielleicht... Da vielleicht. Da könnte eine Stelle sein, wo ich rüber darf. Hui! Tada! Juhu! Okay, noch gibt es keine Monster oder Viecher hier. Da gibt's Lichter, schau mal. Da scheint's auch bewohnt zu sein. So, und jetzt müsste ich ein kleines Stückchen noch nach vor und dann ziemlich weit da in die Richtung laufen. Ich denke schon, dass ich hier rein darf. Oh, Jesus, na. Ödländer. Ja, ja, das ist OP, ne? Der ist OP. Dann gehe ich lieber hier lang. Und hoffe das Beste. Alter Schwede, ne? Da so herum. Schon bald herumsandeln eigentlich. So. Ja, ne? Das Schwede, die meiste Zeit verbringe ich nur mit Schleichen. Bist du eine Pflanze zu mitnehmen? Nein? Blutkäfer. Okay. Ja, wo der ist, ne? Da haben wir eine Blume. Wie schaut's da oben aus? Gut. Die nehmen wir mit. Die würde ich auch gern mitnehmen da drüben. Passt. Möwen gibt's auch noch, wenn man bedenkt, hm? Ja, Vögel, wenn was überlebt, müssten es Vögel und Insekten sein. Eigentlich. Und natürlich die Pflanzen. Entdeckt? Ich will nicht entdeckt sein. Was ist denn da hinten für ein komisches Licht? Suchscheinwerfer, nicht der Ernst, oder? Das dürften Suchscheinwerfer sein. Wo bin ich denn? Puh, ich müsste da jetzt lang. Oder da ein Stückchen geradeaus, dann darüber so und so. Ich werde einmal speichern, wir sind ja eh recht weit. Okay. Und dann probieren wir es mal. Entdeckt. Hör auf, von was denn bitte? Dann probiere ich das mal. Supermutant. Oje, Mini. Hier können wir mal... Was
haben wir denn hier eigentlich noch? Gibt es hier irgendwas für uns? Bürotisch, Ventilator. Das Ding ist besser erhalten als erwartet. Schon, ne? Schrank, hier ist gar nichts. Ist das da irgendwas? Nein, nur Mist. Na super, ne? Da ist auch nichts mehr. Boah, nicht da durchkommen. Alter Schwede. Vor allem, wenn du überall diese blöden Zäune. Irgendwer hatscht da drüben. Oder irgendwas frisst. Ein Käfer. Okay, da kann ich was looten. Was? Komm schon, Lurk, zeig uns deinen Unterbau. Lurk. Okay, ich bin voll wie ein Christbaum. Wo bist du denn? Ah, jetzt kommt er. Alter, 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 Alter. Choppel? Alter, der ist stark. Okay, den sollte man nicht. Verdammt. Ja, woher soll ich das denn wissen? Den soll man nicht angreifen. Okay. Boah, ey. Da durchkommen, ne? Da durchkommen. Wo bin ich? Ach, da mit dem Supermutant da oben noch, ne? Da durchkommen. Ja, bleibt nur hier vorn. Da ist es ja schon... Ah, da drüben ist halt dieser ekelhafte Käfer, ne? Und da so geradeaus sind diese komischen Suchscheinwerfer. Kann man es ja aber eh mal probieren eigentlich. Vielleicht wäre es ja gar nicht so schlimm. Vielleicht können wir irgendwie kurz davor so wie hier abbiegen. Vielleicht können wir es irgendwie durchschmuggeln. Und wie geht's jetzt weiter? Schau, ist gar nicht mal so blöd gelaufen. Trotzdem werde ich speichern, weil der Part zu Ende ist. Na fein, dann werden wir im nächsten Spielstand, im nächsten Part werden wir... weiterhin unser Bestes geben und versuchen, dass wir zu den Minutemen, zu ihrer Burg quasi aufschließen, hinkommen tun und die Burg helfen zu befreien. Und ja, damit wir quasi vielleicht sogar neue Verbündete kriegen, beziehungsweise die Minutemen weiter aufbauen können, ja, werden wir dann schon sehen. Also gut, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Sorry nochmal, dass ich nicht so viel gequatscht habe, aber das ist so, wenn man konzentriert ist. Alter Schwede, vergisst man voll aufs Reden. Und ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!